Ja, hallo zusammen zu einer neuen Runde Grim Dawn. Willkommen in der Nekropolis. Nette Gegend hier, man fühlt sich direkt heimisch. Hier sollen irgendwelche komischen Blutwagen kaputt kloppen. Was dann dezent einhergeht mit, wir töten so ziemlich alles, was uns über den Weg läuft. Wir hatten in der letzten Folge ein lila Item gefunden. Ich habe euch ein bisschen mit Tech-Quatsch vollgequatscht. Da haben wir zum Beispiel wieder den Wagen. Und irgendwelche Arschlöcher, die nerven wollen. Das Blut strömt. Ein Büchlein. Das lesen wir bestimmt ganz in Ruhe. So, bestimmt. So, hörst du da hinten mal auf? Danke. Und du willst weiter Stress machen, ja? Das ist okay. Kannst du kriegen. Ja, heute ist Dienstag. Könntest das mal lassen hier. Mächtige Blitz. Bla. Wahrscheinlich nichts, was wir brauchen können. Ich guck jetzt auch nicht weiter. Gucken. Das kennen wir aber irgendwie schon. Hallo, Freunde. Ihr leuchtet rot und habt Gnaden. Ja, ihr könnt keine Freunde von uns sein. Nicht so wirklich. Ist nicht möglich. Da können wir mal lang. Ja, die erste Folge rendert schon. Wie gesagt, heute wird ein ganz entspannter Tag. Wenn ich die Folgen aufgenommen habe, werde ich so Lastrad zocken. Habe ich mich jetzt auch recht für entschieden. Ich glaube nicht, dass ich einen Stream dabei an mich schmeißen werde. Mal gucken. Heute Abend werde ich definitiv nicht streamen. Ich stream gerne, aber heute Abend wird einfach mal faul auf die Couch gelegt. Und dann geht's nächste Woche wieder los. Am Montag mit der Arbeit. Montagmorgen, 8 Uhr. Yay! Ich kann ja gar nicht schildern, wie sehr meine Freude mich überfällt bei dem Gedanken. Aber ist halt so. So eine Woche ist nix. Ich war auch echt faul. Ich habe nur einen Tag wirklich was gemacht und das war Schreibtisch aufbauen 9, weil ich auf dem alten einfach nicht genügend Platz hatte. Ich meine, mal realistisch gesehen, ich hatte mir das neue Streamlight geholt gehabt. Also vernünftige Omnibus, Ball, langsam. Hallo? Wieso habe ich dich denn übersehen? Mächtige Meuterei. Epische Einheit. Das war aber was. War das Fernkampf? Warte mal. Nee, du warst ja die Knarre, die wir in der letzten Folge gefunden haben. Wo ist denn die jetzt hin? Auch, Alter, jetzt kriege ich ja schon wieder nur Pistolen. Was wollte ich sagen? Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich habe nur... Das ist auch noch eine Kiste, oder? Ich habe nur einen neuen Schreibtisch aufgebaut, weil der alte einfach nicht genügend Platz liefert. Ich hatte mir für bessere Beleuchtung bei einer guten Kamera wichtig, oder bei jeder Kamera wichtig. Ich benutze ja keine normale Webcam, sondern die Sony ZV-1. Eine Systemkamera, die halt eben auch als Webcam fungieren kann, ohne großen Aufwand. Was heißt ohne großen Aufwand? Ich musste halt, damit das funktioniert, mir ein... jetzt mache ich schon wieder Tech Talk, aber egal. Ich erzähle das einfach immer nebenbei, während ich hier durch die Gegend schnetze, habe ich mir von Elgato den Camlink geholt. Ich habe relativ viele Elgato-Produkte. Allerdings muss ich auch sagen, ich bin mit Elgato sehr zufrieden. Aber um darauf zurückzukommen, ich habe... das sind unsere Kumpels. Von Elgato mir den Camlink geholt, an dem man im Prinzip kann man eine Kamera anschließen. Hier waren wir noch nicht. Oder da unten waren wir eher noch nicht. Wollt ihr mich veräppeln? Egal. Ein USB-Stick, an dem man eine Kamera über HDMI anschließt und bekommt dann eben halt das Bild von der Kamera direkt in den Rechner gepackt.
kostet natürlich auch schon wieder Prozessorleistung. Fällt mir gerade ein, bei der letzten Folge waren wir über Leistung am Reden beim Streamen. Und da ist zum Beispiel auch so, dass das Rendern, dass sich das Rendern über die... Hallo? Dass ich da zum Rendern da, den Prozessor da allerdings verwende. Weil sonst kackt die Grafikkarte irgendwann overall nur noch rum. Weil sie es einfach nicht mehr schafft, das zu leisten, was sie leisten soll. Gehen wir mal hier hoch. Irgendwie fehlt uns noch ein Blutwagen. Was haben wir denn hier? Warum steht da irgendwie ein Typ in der Gegend rum? Ne, das möchte ich mal reparieren. Ich glaube, am Ende war doch noch ein... Ja, da war noch ein Portal. Genau, da gehen wir auch gleich mal rein. Finde ich jetzt mal so. Keine Ahnung, warum auch immer. Wir gehen rein. Naja, jedenfalls... wie bin ich da? Ach ja, und ich hatte mir halt ein Ringlicht geholt, auch von Elgato. Man muss ja im Grundsatz, damit man ein vernünftiges Kamerabild kriegt, halt auch eine vernünftige Beleuchtung haben. Also einfach nur eine Kamera hinstellen ist nicht die Lösung. Übrigens ist das hier komisch, Leute. Was soll ich denn hier? Das ist doch scheiße. Hey, Freunde. Fragen. Ja, und die konnte ich auf meinem alten Schreibtisch partout nicht so anbringen, weil der Platz einfach nicht da war. Das wurde ja immer mehr. Ich meine, 34 Zoll plus 32 Zoll Monitor und alles mögliche Döns, was du da so stehen hast. Das kann schon mal ein bisschen viel werden. Um das mal vorsichtig zu formulieren. Öffne doch mal. Ich mache eine Kiste auf und krieg gleich mal dafür auf die Fresse. Ist das euer Ernst? Ja, und von daher habe ich mir dieses Ringlight geholt. Das ist im Prinzip an so einem Ständer befestigt. Kreis, ihr vielleicht kennt ihr einen oder anderen Ringlicht. Macht eine sehr, sehr gute Beleuchtung. Muss man so sagen. Einfach mal mitten rein. Ne, doch nicht mitten rein. Haben wir es? Wir haben es. Aber wenn du das seitlich platzierst, kannst du dir so eine gute Beleuchtung auch schenken, weil mittlerweile ist es so, dass das Ringlicht direkt in der Kamera, ich hatte noch so einen extra Kamera-Tischständer immer gehabt, damit man das Ding dann auch auf den Tisch aufstellen kann. Jedenfalls ist die Kamera jetzt in diesem Ringlicht verbaut. Es hat eine Halterung dafür. Und das hat echt nochmal Qualität gebracht, muss man wirklich so sagen. Noch Fragen, Freunde? Tschüss. Ihr seid auch mutig. Hallo. Oh, jemand Bossiges, das ist nicht so nett. Aber der war jetzt auch recht so bla halt irgendwie. Der war jetzt nicht allzu schwierig. Aha. Und wo soll ich jetzt den Sledges leer nehmen? Ich kann mich hier nicht rausporten, ne? Nein. Das ist ja mal toll. Entweder finde ich hier irgendwo einen und ansonsten darf ich hier nochmal rein, nachdem ich mir einen Sledgeschlüssel gebastelt habe. Was natürlich durchaus sinnlos ist, aber erstmal holen wir uns den hier. Wir gehen erstmal.
Lass mich in Ruhe. So, da haben wir wieder einen Punkt geholt. Den wollen wir auch gleich mal vergeben. Hier habe ich auch, aber das mache ich beim nächsten Mal. Wieso habe ich nur noch 2 Punkte? So eine Schweinerei. Wir waren bei der Ratte gerade dabei, die hoch zu pushen. Wo war jetzt die Ratte? 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 Sehe ich sie gerade einfach nicht? Ratte. Den haben wir aktiv. Nehmen wir den. So. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Wahrscheinlich, wenn wir rein und raus gehen. Das sollten wir auf jeden Fall, wenn das so ist, wie ich denke, dass wir uns erstmal einen Sledge-Schlüssel bauen müssen, dann sollten wir das jetzt hier einmal clearen, rausgehen, wieder reingehen und dann, also beim Rausgehen natürlich den Schlüssel basteln, aber die erste Folge ist gerendert. Ich glaube, wir finden hier keinen Sledge-Schlüssel. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber wir clearen erstmal das Dungeon hier, den Bereich, den wir betreten können. Das sieht so aus, als wenn da irgendwas wäre. Lass mich mit dem Frieden. Ernsthaft jetzt. Mächtiges Bollwerk, lalala. Das ist doch mal wieder... Naja. Gehen wir mal darum einfach. Da unten komme ich jetzt nicht ran. Schnauze. Läuft auf jeden Fall geschmeidiger als die letzten Male. Die letzten beiden Male waren ja recht frustrierend. Wir können eigentlich hier mal eben gucken. Nur noch 2 Punkte ab Level 50 ist ein bisschen deprimierend. Wir machen das jetzt so. Und mal ein wieder in Raffinesse rein. Seit langer Zeit. La la la. Ja, ja, kommt ihr mal alle her zu mir. Fragen, Freunde. Echt jetzt mal nicht. Oh, der ist bossig. Dann kümmern wir uns erstmal um die Jungs hier. Könntet ihr damit aufhören? Sonst noch Fragen? Arschloch. Gucken wir da oben mal rum. Dann ist die Folge auch schon wieder beendet. So. Ja, was denn? Ach, hier habe ich alle schon weggeschnetzelt. Stückchen Kaffee ist ein Muss. So. Lalalalala. War da was? Ich dachte, da wollte ich was sagen.
War nur nichts drin. Ich wollte sagen, ich habe da eben im Vorbeigehen da was wahrgenommen. Halli, Freunde. Und wieder ein Bossiger. Könntest du mal aufhören? Ach, da lebt ja noch einer. Wieso? Was soll denn der Scheiß? Willst du mich verarschen? So. Hallo? Ist da irgendwie zum Rauskommen hier? Ja, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt raus, beenden die Folge. Ich gehe mir einen Schlüssel basteln und gehen dann wieder... Hä, wo sind wir jetzt hier? Genau. Und gehen beim nächsten Mal wieder rein. Dankeschön für euer Zuschauen. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.